Schön, dass du gekommen bist. Neue Schuhe? Ja, hab mir direkt eine Blase gelaufen. Es tut mir leid, soll ich dich rübertragen? Nee, geht schon. Darf ich? Ja, danke. Du siehst toll aus. Danke. Trotz dieser Blase. Am Fuß. Mach dich nur lustig über meinen Schmerz. Fühl mich doch gar nicht. Ich werde dich schon immer hinreißen, im ersten Augenblick an. Guten Abend. Darf ich ihn bringen? Merlo? Ja. Karten? Ja. Und eine Flasche Mineralwasser, bitte. Mit dem Essen warten wir noch. Gut. Achso, wir brauchen noch ein Pflaster, bitte. Sehr gern. Du bist unmöglich. Ich weiß. Ich muss dir ein Geständnis machen. Ich habe dich heute eingeladen, weil ich dir sagen muss. Warte mal, darf ich erst was sagen? Ja? Okay, also ich freue mich wahnsinnig über deine Einladung. Und ganz egal, was die Zukunft bringt, ich bin einfach nur froh, dass ich dich kennenlernen durfte. Und ich, weißt du, ich... Ja? Ich wollte mich nicht in dich verlieben. Ja, es ist einfach passiert. Was ich aber bitte nicht unter Druck setzen soll. Laura, ich muss... Nein, warte, darf ich zu Ende reden? Du bist mir wahnsinnig wichtig. Also als Mensch. Nicht nur als Mann. Oh Gott, wie sich das anhört. Das hört sich toll an. Ich möchte dich nicht mehr missen in meinem Leben. Auch nicht als Freund. Ich bin einfach glücklich, dass ich dich getroffen habe. So, jetzt habe ich es gesagt, war gar nicht so schlimm. Jetzt bist du dran. Ich? Ja, du wolltest auch was sagen, glaube ich. Das ist gar nicht so wichtig. Nee? Nein, ich wollte mich einfach nur dafür bedanken, dass du meine Einladung angenommen hast und dir sagen, dass ich mich einfach sehr auf diesen Abend gefreut habe. Ich auch. So. Mexiko ist einfach ein traumhaftes Land. Ich wäre am liebsten gar nicht mehr weggegangen. Und Sophia war die ganze Zeit dabei? Erst die letzten anderthalb Jahre. Wieso? Was, wieso denn? Na, wieso war sie nicht von Anfang an dabei? Wenn ihr euch so geliebt habt? Also, das habe ich jedenfalls so verstanden von dem, was du erzählt hast. Nein, nein, das hast du schon richtig verstanden. Es gab damals Probleme in ihrer Familie in Italien. Sie hat ihren Großvater verloren und da musste sie sich eben um alles kümmern. Das war bestimmt blöd, ne? Du in Mexiko und sie in Italien. Ja, das war schon blöd. Hm. Müssen wir unbedingt über Sophia... Nee, überhaupt nicht. Entschuldige. Kein Problem. Habe ich dir mal die Geschichte erzählt, wie ich von den Piranhas angeknabbert wurde? Nee. Aber du hast sie bestimmt in die Flucht geschlagen, oder? Du hast dein Buschmesser gezückt, hast sie alle geköpft, zack, zack, zack und... Ja, so ungefähr. Ich habe es eben zumindest versucht. Ich hätte mich auch befreien können, ohne Probleme, natürlich allein. Aber wenn dann nicht dieses riesige Krokodil gekommen wäre... Aber das hast du auch besiegt, oder? Komm. Nein, Paolo hat mir geholfen. Paolo? Ja. Paolo war... Das war dieser tolle Arzt aus dem Krankenhaus. Das Krankenhaus hieß... Santa Maria. Santa Maria. Genau. Wie bist du eigentlich auf Mexiko gekommen? Zufall. Aber das ist eine langweilige Geschichte, die willst du nicht hören. Nee, will ich auch nicht hören. Nee, überhaupt nicht. Erzähl mal was Interessantes. Irgendwas ohne Fische. Hast du Karten für die Skala ergattert oder warum gehst du nicht ran? Ich wollte dir nur sagen, dass ich... Ich wollte dir einen schönen Abend wünschen. Dir sagen, dass ich dich vermisse und dass ich dich liebe. Tschüss. Trinkst du einen Cognac mit? Ja, warum nicht? Zwei Cognac, bitte. Jawohl. Alfons ist krank. Ja, habe ich schon gehört. Aha. Und bist du schuld daran? Wieso behauptet er das? Nein, er behauptet genau das Gegenteil. Allerdings ein bisschen zu heftig, wenn du mich fragst.
Also ich bin mir keiner Schuld bewusst. Zum Wohl, Jan. Danke sehr. Also. Zum Wohl. Hast du Probleme mit Katharina oder warum bist du auf einmal so still? Ist sie deswegen nach Mailand? Nein, mit Katharina ist alles in Ordnung. Ich mache mir ein bisschen Sorgen wegen Laura. Wegen Laura? Ja, sie hat sich in den falschen Mann verliebt. In wen? Christian de Ville. Unseren Haustechniker. Der verlässt uns nämlich. Wahrscheinlich ist er gerade dabei, es ihr zu sagen. Oh je, die Arme. Vater, wir sollten ein bisschen da sein für Laura in nächster Zeit. Nein, sie braucht ihre Familie. Außer uns hat sie ja niemanden. Ich frage mich, ob wir überhaupt noch eine Familie sind. Jetzt, wo Robert mich vor Gericht zerren will. Aus diesem Streit versuche ich, mich rauszuhalten. Allerdings wäre ich froh, wenn ihr eine andere Lösung findet. Ich auch, glaub mir das, ich auch. Ja, wir sind noch eine Familie, Vater. Trotz all dem Streit und dem Hin und Her, wir sind eine Familie. Und darüber bin ich sehr froh. Ich auch, mein Sohn. So ein schöner Abend mit dir. Mit dir auch. Ich würde dich also gerne noch mit nach Hause nehmen. Auf den Wein. Aber Tanja. Ich weiß. Ich verstehe das schon. Darf ich dich küssen? Ich störe sie wirklich ungern, aber es ist spät und wir schließen jetzt. Ja, wir gehen. Geht es zusammen? Ja. Schlaf gut. Du auch. Träum was Schönes. Ja, du auch. Sehen uns morgen. Guten Abend. Guten Abend. Ist auf meine Uhr schon morgen. Warst du denn so lang? Lass Laura in Ruhe. Hat sie einen schönen Abend? Wunderschön. Warst du allein oder war da noch jemand? Es geht dich gar nichts an. Was meinst du halt dann noch so scheinheit? Gott, Tanja ist ja total ausgeflippt. Hört das denn nie auf mit ihrer Eifersucht? Wie sollen wir denn jemals wieder Freundinnen werden? Ich will darüber jetzt nicht nachdenken. Christian war den ganzen Abend so. Oh, bestellt er mir noch ein Pflaster und wie er mich angesehen hat. Nach Alexander habe ich wirklich gedacht, ich könnte mich nicht mehr verlieben. Und jetzt bin ich gerade der glücklichste Mensch der Welt. Ich liebe Christian. Und das lasse ich mir nicht kaputt machen. Auch nicht von Tanja. Ich möchte immer mit ihm zusammen sein. Morgen, Laura. Morgen. Wie geht's dir? Gut. Zumindest nicht schlecht. Wie geht's denn dir? Gut. Sehr, sehr gut. Dann war es also schön gestern Abend. Deine Verabredung. Wirklich?
Das überrascht mich. Ach Quatsch, ich bin froh darüber. Worüber denn? Dass du es so gelassen nimmst. Dass der Will uns verlässt. Was? Sag das nochmal. Er hat es dir nicht mal gesagt. Christian will weg? Wohin denn? Keine Ahnung. Hat er mir nicht verraten. Ich weiß nur, dass er heute abreist. Warte mal. Du musst dich irren. Das kann nicht sein. Das hätte er mir gesagt. Offenbar nicht. Christian hat bei mir gekündigt. Er hat gestern seinen letzten Tag hier gehabt. Jeden Morgen ist er denselben Weg gekommen. Durch den Park und dann zu mir. Ich verstehe das nicht. Ich kann das nicht glauben. Stimmt das, was Alexander gesagt hat? Du verlässt uns? Du willst weggehen und wir sehen uns dann nicht mehr. Laura, ich liebe dich. Ich liebe dich so sehr. Aber warum willst du denn dann weg? Das war dumm, vergiss es. Aha. Es ist nicht mehr wichtig. Christian! Christian! Ich will nicht, dass du alles über Bord wirfst wegen mir. Du hattest doch ganz andere Pläne. Christian, wo bleibst du denn? Ich will dir nicht im Weg stehen. Verstehst du? Das Taxi wartet draußen. Du kannst das Taxi wegschicken. Ich bleibe hier. Aber es war doch alles abgemacht. Wieso willst du jetzt alles über den Haufen werfen? Geh bitte zum Taxi zurück. Ich komme gleich, dann besprechen wir alles, okay? Bitte. Was hat sie denn? Wegen Sophia? Mach dir keine Sorgen, ich kläre das. Aber sie... Vertrau mir. Ich weiß, das ist viel verlangt, aber... Ich liebe dich. Und ich bleib bei dir. Alles andere ist unwichtig. Gut. Ich muss zu Helen. Sobald ich kann, komme ich zurück. Ich hab's mir nicht eingebildet. Er war schon die ganze Zeit in mich verliebt. Warum hat er denn nur so lange gewartet? Ich hätte nicht gedacht, dass ich nach Alexander noch mal sowas fühle. So viel Glück, so viel Liebe auf einmal. Ich frage mich, ob er wirklich weggehen wollte. Und warum vor allem? Vielleicht hat's irgendwas mit Helen zu tun. Seltsam irgendwie. Aber was geht mich Helen an? Viel wichtiger ist, was mache ich mit Tanja? Wenn ich ihr jetzt sage, dass ich mit Christian zusammen bin... Oh Mann, aber ich will jetzt glücklich sein und es genießen, dass Christian mich liebt. Auch wenn das einigen nicht passt. Mhm.